Aber 12 Baumstämme pro Minute? Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Nee, sorry, aber das ist es mir nicht wert. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Oddsparks, dem Automation Adventure. Und ich habe mich ja in der letzten Folge schon so ein kleines bisschen verliebt in das Spiel. Weil das halt super knuffig ist und die Automatisierung selber ist interessant, aber logisch. Es ist überraschend intuitiv, wie das so zusammenspielt. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Sägewerke gepumpt und habe jetzt nochmal ein bisschen upgegradet, alles ein bisschen. Hab nochmal ein paar Sparks gebaut und die da reingepackt. Und habe jetzt tatsächlich alles zusammen, was ich brauche. Oben die nächste Quest abzugeben und das Village zu expanden. Haben wir noch irgendwelche Quests? Wir haben noch die, genau, die Production Line. Achso. Oh, die haben wir sogar schon fertig hier. Da bekommen wir das Barrel. Oh, und ein Shed. Okay, damit kriegen wir vermutlich dann die neuen Sachen, ne? Also die Quest können wir direkt schon mal anpinnen. Dann haben wir die nämlich schon fertig zum Abgeben. Und dann können wir das Dorf erweitern und mal schauen, wohin die Reise heute führt. Aber wir sind generell, es sieht alles super knuffig aus, die Automatisierung ist lustig, aber intuitiv. Die Sparks sind super knuffig und lustig und quirky. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also bisher relativ interessant und deutlich mehr Story als Automation bisher, wie ich finde. So, komm mal hier, du wolltest 1, 2, 3, 4 und dann 2 davon, genau. Einmal completen, bevor wir das machen, machen wir erstmal ganz kurz die Quest hier oben fertig. Complete. Und wir bekommen, oh, Achievement Automation Pioneer. Okay. Hörlips? Oh, das ist eine Sie. Okay, Entschuldigung. Und wir haben ein paar Storage Buildings. Okay. Was bringen die? Basic Container for Sparks to store items in. Enlarge Build. Okay, das ist so ein Standard-Dings und das ist halt eben so ein besseres. Okay. Das heißt, wir müssten hinten bei unserer Produktionsreihe am besten mal diesen Chat hinstellen. Damit wir dort das überschüssige Holz packen können und auch ein Shed hinstellen können für die Bretter. Ja. So. Diese Bretter eigentlich ja nicht, weil wir haben jetzt, bei den Brettern haben wir eigentlich mehr als genug. Da haben wir hier 60 drin, wenn die voll sind, sind die voll. Das soll mir erstmal reichen. Und wir machen dann hier vorne ein Shed hin. Das heißt, wenn die jetzt vorbeilaufen an dem Gerät, dann werden die alles Holz, was noch über ist, hier reinlegen und nehmen dann neues mit. Warte mal. Wo ist denn das? Ist das hier vorne? Nee. Hä? Wo ist denn hier vorne? Da ist die Tür. So. Das, die machen jetzt, genau, die packen jetzt da das Holz rein. Machen die voll. Wenn die voll sind, dann geht's weiter. Dann laufen sie außenlenk, packen es da rein. Die sollten es aber nicht. Genau. Die sollten nur mit Objekten interagieren, die auf ihrer Seite des Hauses stehen. Und wenn der dann voll ist und nichts mehr, keinen Platz mehr hat oder nicht genug Erde hat oder irgendwas, dann packen die das Zeug in den in die Lagerkammer. Okay. Das klingt soweit schon mal ganz lustig. Okay. So, wir haben jetzt noch ein bisschen was da von da. Die stapeln sie hoch bis auf 20. Okay. Wir haben 10 Sparks am Mann. Die haben jetzt alle voll mit Timber. Da fehlt jetzt dann, genau. Da fehlt jetzt dann der Ether Shard. Das heißt, es geht dann da nicht weiter. Wir haben immer noch ein bisschen zu wenig an Holz da. Achso, die sind langsamer, wenn die... warum lagern die nicht ein?
Wait, what? Ich möchte gerade verlesen. Ah, for you. Okay, das ist für mich. Das, okay, Entschuldigung. Dann, erstmal es mal ab. Zack, danke. Das heißt, die können nur in Barrels packen. Und das, der Chat ist für mich da. Okay, für meine Items. Ah, dann noch die Anzeige. Alles klar. So, packen wir den da hin. Genau. Jetzt packen wir das Holz darüber. Das ist alles, das überschüssige Holz geht dann quasi hier rein. Die tragen es einmal komplett durch und dann hier. Und wenn das alles voll ist, ganz ehrlich, dann habe ich einfach genug Holz und fertig ist die Laube. Aber können wir auch ganz kurz hier einmal ganz kurz ein bisschen was rausziehen. Dann haben wir noch ein bisschen was da. So. Dann haben die wieder was zu tun hier. Und dann geht das alles schon. Läuft. Sehr schön. Zurück nach Hause und jetzt zum Bürger, zur Bürgermeisterin und dort einmal die Dings machen. Ups, die Kamera drehen wieder. Mag ich so lieber. Quest completed. Yay! Wow. Das ging aber schnell. Ja, ich habe ja auch viele kleine Helfer. Viele Helfer. Okay. Don't forget to take breaks. Wir machen Pausen. Ganz ehrlich, ich habe die Pausen nicht immer notwendig und die Jungs brauchen offenbar keine. Die arbeiten ohne Pause unerlässlich. Sie war immer stolz auf mich. Ach Mensch, Granny. Granny Mayor. Aber, ey, wir haben jetzt den Merchant freigeschaltet. Okay, und wir haben neue Quests. Okay. Da haben wir die neuen Materialien, die kennen wir ja schon alle. Wir sollen mit dem Händler reden und... Ja, es kommen ja eigentlich nicht viele Leute her, aber wenn sie bleiben, dann reden sie gerne über die Sparks. Sie hat schon Pläne für das nächste Projekt. Wir wollen Wooden Panels und Sawn Timber. Okay, machen wir. Das wäre dann die nächste Aufgabe für uns. So, was hast du denn für uns als nächstes, Herr Kollege? Genau, ich habe das denen schon beigebracht, wie sie aus dem Holz Balken machen können. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich das Rezept für das Panel, genau. Wir brauchen dafür 2 Logger, 2 Sawbenches und 80 Timber. Okay. Kriegen wir hin. So, was hat denn unsere Quartiermeisterin wieder am Start? They need instructing. Ja, Befehle. Was soll ich machen? Oh, wir haben neue Sachen. Ein Crossing, ein Splitter. Ah. Okay, und ein Schild. Okay. Rufen wir mal die Panels für. Okay. Also erstmal dieses Panel freischalten wahrscheinlich. Was hat denn unser Kollege Horst, die Wissenschaftler, für uns? Gut, ich muss ruhig ein bisschen was von dem. Ne? Nehmt euch da mal. Ich habe keinen neuen Schrein unlocked. Habe ich? Ah nee, Quatsch. Stimmt, den kann ich da unlocken. Den habe ich noch nicht unlocked. Okay. Stimmt, wir müssen noch die das Monument noch verbessern, ne? Okay, wir schulden ihm jetzt ein Abendessen bei Lessons vom Haken. Er hatte nämlich recht, dass es andere Sparks gibt. Wir sollen einen Crafty Spark, 40 Stumpy Sparks und Wood Panels. Alles klar. Auch hier wieder die Wood Panels. Erstmal also das Wood Panel freischalten. Und da ist Le Händler. Was hat denn der Händler für uns? Oh. Er fragt sich, ob die Sparks auch gut sind im Kämpfen. Mhm. Okay. Wir sollen ein paar Spunnies für ihn töten. Okay. Wir bekommen 10 Shards. So. Kann ich hier Sachen verkaufen? Nee, das ist auch nur seine Händlerkiste, ne? Okay, und dann brauchen wir hier noch die Dings. Unlocks all waypoints at range 0.
Maschinenrange 2 braucht Stumpy Spark. Einen. Unlock. Leaves. Best Overview. Machen wir. Danke. Gibt es hier eine Quest Connected? Das ist gut, um die Prioritäten aufrechtzuerhalten. Alles klar. Wir sollen das in Waypoint im Village machen. Und Etheric Clump. So, wir brauchen erstmal nochmal einen Stein. Haben wir da noch einen? Ja. Dann können wir nämlich den Waypoint aktivieren. Dankeschön. Wir haben jetzt einen. Ach, das ist der Weg zu einem Dorf, oder? Hier vorne? Das wird das sein. Okay. Ist es der zweite Waypoint, aber okay, passt schon. So, dann die Waypoint Range können wir erhöhen. Da brauchen wir jetzt den Crafty Spark. Den Spark Rush. Derek Pellet. So, mit Q haben wir jetzt die Quest Overview. Nee, O. Oh, okay. Das sind jetzt die Tier 2 Quests. Ah, das sind die Sachen, die wir... Okay. Da haben wir den. Die Spark Logistics. Das sind die Quests, die wir bereits haben. Okay. Da gab es nochmal Folgequests, wie es aussieht. Und dann wird das Freischalten auf Stufe 3. So, als erstes brauchen wir erstmal den Maschinenrange, den Crafty Spark. Wir sollten also mal schauen, ob wir dann jetzt den Crafty Spark finden. Nee. Wo ist jetzt der Waypoint? Das Village Monument. Und wo habe ich jetzt den Waystone freigeschaltet? Warum gibt es noch Quests gerade? Er hat wieder eine neue Quest für mich. Nimm mir den Stein da weg, bitte. Der stört den auch. Danke. Hier. Fällt man den Baum damit, dann ist der auch weg. So, da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. Okay. Alle Sparks wieder am Start und wir können weitermachen. So, was hast du denn für eine Aufgabe für uns jetzt? Oh, und er hat eine Spark-Maschine gefunden. Das markiert uns auf der Karte. Find den Crafty. Aha, da haben wir den. Das ist der nächste Schritt. Der Crafty Spark Shrine. Und da haben wir den Wissenschaftler. Die Questreihenfolge ist hier ein bisschen out of whack, wie es aussieht. So. Er ist durch seine Notizen gegangen und er hat einen ungewöhnlichen Schrein gefunden, nämlich einen, der hat kein Dings auf dem Kopf. Da saß keiner oben drauf. Die Artenic Distillery. Alles klar. Accept. Wir sollen nicht zuglos zu den Mantis Stacks gehen. Oh. Mantis Stacks, wirklich? Wir haben wilde Tiere hier. Okay. Okay, wir sind soweit. Dann würde ich sagen, wo ist denn jetzt hier der Waypoint im Dorf, den ich freigeschaltet haben sollte? Maschinenrange 1, Maschinenrange 2. Ich hab doch für ein Holz habe ich doch was freigeschaltet hier. Unlocked Upgrades. Genau, Maschinenrange. Unlocks the Village Monument Waypoint. Aber wie nutze ich den dann? Das waren die Quests.
Best Overview, Paths and Buildings, Logistic Basics. Wo ist der Waypoint? Hammer Controls. Engine Waypoints. Die brauchen Fuel. Using Earth. Ah, okay. Okay, der hat offenbar immer Fuel. Und ich könnte jetzt hier rausreisen zu dem hier. So. Der hat aber keinen Strom, genau. Okay. Da haben wir die beiden Schreine markiert. Da ist der Crafty Spark und da ist der... Okay, alles klar. Dann los. Dann lass uns mal rumlaufen. Wir nehmen ein bisschen Holz mit gleich. Um die Schreine zu befeuern. Die Waypoints zu befeuern, dass wir dann noch reisen können. Hallo. Der verbraucht 12 pro Minute. Oh, shit. Auch wenn der nicht in Betrieb ist. Ja, das ist ja doof. Nee, das ist ja... Okay. Schon voll? Die haben schon voll. Okay. Aber 12 Baumstämme pro Minute? Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Nee, sorry, aber das ist es mir nicht wert. Das ist es mir echt nicht wert. So, wir können nochmal ganz kurz hier die Sparks rausholen. Dann gehen wir mal die beiden Sachen untersuchen. Hier im Norden war das, ne? Da ist es, genau. So, hier ist die Distillery, the Process. Ups. Achso, das war nur ein Schild. Animating Force for Sparks. Genau. So, you touch the shrine, wirst du live. Ja, und es funktioniert. Der Kollege macht jetzt ein Etheric Pellet wurde jetzt in einen Adder Shard verwandelt. Das Problem ist, wo kriege ich denn die Etheric Pellets her? Dig ab. Wo kriege ich einen Etheric Pellet? Und brauche ich den nicht fürs Crafting? Die brauche ich doch fürs Unlocken, oder? Okay. Hier drüben ist jetzt der Crafty-Schrein gewesen. Genau. Er wird jetzt auch aktiv. Jawohl. Wusch, wusch. Und wir haben eine neue Kreatur. Der Crafty-Spark. Okay. Und als Teil des Tests wurde der automatisch aktiv. Er winkt zu mir, aber bevor er irgendwas machen kann, wird er zu einer Disk. Okay. Wir haben jetzt den Good at working in buildings. Okay. Das ist wahrscheinlich dann die Efficiency. Okay. So, und der braucht was? Ein Stumpy Spark und Wood Panels. Okay. Oh, hier ist nochmal Zeug drin, danke. Okay. Wir haben Hayskin. Egal. Los. Menace to Society, go! Oh boy. Ja, Rollwitz, müssen wir aufhören noch? Hallo? Was soll denn das hier? Los!
Nicht nur rumlaufen und Zeug machen, sondern auch, ne? Hier, aufsammeln. Hier, die Büsche können die offenbar nicht... Doch, doch, okay. An den Büschen kannst du auch arbeiten, alles klar. Okay, die können auch den großen zerlegen, das ist cool. Nice. Ach, und da kriegen wir jetzt auch die Dinger her, alles klar. High in the Sky. Wir haben den Erfolg High in the Sky unlocked. Vermutlich wirf X Menge an Kollegen in der Gegend rum. So, da haben wir Blätter drin. 14. Random Bullshit Go. So, die sammeln auf jeden Fall ganz viel Sparks. Wir haben jetzt die Quest, genau, wir haben die Quest für den Merchant fertig. Okay. Die machen gerade noch den Spaß fertig und dann können wir eigentlich schon los. Wir haben uns auch ordentlich was an Steine. Nochmal Etheric Pellets gefunden. Wir haben einen weiteren Bielefant Carapace. Und mal so ein paar. Das sind die Forest Bunnies. Wir sollten ja nur Field Bunnies töten, ne? Da haben wir jetzt, genau, das ist der Refinement-Schrein. Dann lassen wir wieder nach Hause gehen. Bin gerade noch unsicher, was hier gerade so passiert ist. Und hier, ja, hier wohnen wir, alles klar. Wie gesagt, den Teleporter selber, den werde ich nicht betreiben, das ist Blödsinn. Ja, weil das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Und die kann man auch nicht über die Dings befeuern. Nicht über die. Ja, kannst du auch nicht. Das müsstest du quasi von Hand machen jedes Mal. So. Was wolltet ihr haben für die Panels? Woodcraft 2. Also wir sollen noch einen zweiten Logger bauen. Das kriegen wir ja hin. Den brauchen wir erstmal nicht betreiben. Wir bauen erstmal nur. Auf der Karte, wo haben wir da? Hier vorne. Zack. Build Logger ist 5. 5, jawohl. Mal in die Richtung gedreht. So. Das ist schon mal fertig. Ich könnte da jetzt zwei reinpacken, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Das war's, ne? Und 80 Timber. Okay, das kriegen wir hin. Da haben wir ein bisschen was da. Wir könnten vielleicht noch... Komm, wir machen noch ein paar Sparks. Und machen hinten so eine Sammelgeschichte. Da machen wir jetzt einfach mal einen Pfad. E. Nach dort. Und dann kommt dort im Baumodus der Kollege hin. So. Und da darf jetzt zwei. Lass mal zwei arbeiten. Das reicht ja, oder? Nein, nicht wirklich. Egal. Das muss ja aktuell nicht effizient laufen, sondern es muss erstmal nur funktionieren. Was haben wir hier? Noch ein paar von den Jungs. Wir hätten jetzt. Oh, hier ist ein Crafty-Spark. Die könnten wir hier anstellen, ne? Würde der hier schneller arbeiten. Aber brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Den sollen wir auch abgeben, wahrscheinlich. Was haben wir denn für den anderen? Da braucht man die Woodpanels für, ne? Für die nächste Quest brauchte ich Mark Logistics, Wooden Panels, Sawn Timber Panels und wir brauchen 40 Stumpy Spark und ein Crafty Spark. Okay, cool. Dann macht ihr mal den Spaß und wir gehen mal ganz kurz wieder das Wood Panel machen. Ich vermute, wir können dann einfach da eine Wood Panel Fabrik machen. Da holen wir dann den Crafty Spark rein und dann passt das. So, was wollt ihr haben?
Er wollte haben. Ich hab's wieder vergessen. Woodcraft. Das vielleicht anpinnen soll, ne? Timber, 80. 2, 4, 6, 8. Er ist fertig. Und wir bekommen das Woodpanel. Dann los. All you need to do is. Genau. Da haben wir die Sawbench. Oh. Wait. Ach so, die Sawbench kann jetzt andere Rezepte machen. Okay, auch nicht schlecht. So. Dann stellen wir jetzt da hinten eine weitere Sawbench auf. Müssen wir mal ganz kurz jetzt aber den Kohle. Wir können natürlich. Pass auf, machen wir auch so. Bar. 3 die Sawbench. Da ist der Input. Wir können ja. Am besten wäre es so, oder? Genau. Dann, wieso? Was, das war's im Weg. Moment. Random Bullshit Go. Dann machen wir jetzt da die Säge. Dann tragen wir das Holz erstmal zur Sawbench. Dann macht die daraus die Bretter und. Dann passt das. Okay. Also, Sägemühle. Input. Du machst bitte als Rezept jetzt die Wood Panels. 2 Sparks rein. Da können wir jetzt den. Genau. Da haben wir jetzt am besten den Crafty Spark. Mal schauen, wie schnell der so ist. Da haben wir hier, ne, genau, der Spark. So, der hat Efficiency 0. Der müsste wahrscheinlich doppelt so schnell sein. Wir können es mal vergleichen. Also, der macht diese 11,3 pro Minute. Und der macht 7,5. Also nicht ganz doppelt so schnell. Nicht ganz. Etwa 50% schneller. Okay. Was braucht der Crafty Spark wieder als Rezept? Ein Shard und. Nee. Der Crafty Spark, der brauchte die Panels, genau. 2 Stumpy Sparks und ein Panel. Okay. Dann machen wir nochmal kurz nochmal 2. Der war hier oben. Irgendwo. Ja, da ist er. Da war ich schon, ne? Ja, da war ich schon. Und dann in den Wald. Dann kurz mal die 2 reinballern. Und das und das. So. Dann geht das schon mal. Dann können wir dann gleich auch die Sparks austauschen hier. Die normalen Sparks gegen die Jungs. Passt das schon mal. Dann geht es hier gleich ein bisschen schneller mit der Sparks-Crafterei. So, da sind die 2 fertig. Wir haben jetzt 2,5 hatten wir jetzt gerade. Jetzt machen wir die beiden Crafties rein. Und wir gehen hoch auf 3,8 pro Minute. Nice. Das Doppelte wäre gewesen 5. So sind wir bei 3,8. Warum klingt das anders? Ach, guck mal. Die rollen nicht mehr, sondern die hauen jetzt. Ah. Das ist ja cool, dass sich auch das verändert. Ja, die sind auch nicht so rollfähig, ne? Das spielen jetzt Bingo Bongo. Alles klar, okay. Soll ich die Crafty Sparks mit mir rumlaufen? Ne, eigentlich nicht, aber die bringen nur in die Fabriken was. Da sind die Stumpy Sparks trotzdem besser als das, was ich habe. Wo sind meine Stumpy Sparks? Wieder mehr. Okay, aber. Das haben wir schon mal soweit geregelt. Jetzt können wir uns um andere Sachen kümmern. Wir machen das. Ich mache so ein bisschen mehr Crafty Sparks. Wird man versuchen, die in den Maschinen zu ersetzen, einfach weil es geht. So teuer sind die ja noch nicht wirklich. Von daher passt das schon mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann noch mehr Probleme lösen, Sachen bauen, Quests erledigen und so weiter und so fort. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne in der Mitte subscriben oder links rechts und wie es liegen. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.